Oh. Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr. Und yep, ihr könnt es schon erahnen. Willkommen bei den Cringe Awards. Und ja, getreu dem Motto, passe ich auch so ein bisschen meiner Moderation hier an. Das sage ich euch jetzt schon mal. Deswegen macht euch bereit für hier und da ein paar unangenehme Situationen. Nicht nur von den Trashies, sondern auch von mir. Und ihr seht es, diesmal ist alles anders. Denn ich habe eine Fliege an. Viele von euch haben sich das gewünscht und deswegen, da komme ich doch diesem Wunsch auch gerne entgegen. Denn schließlich ist das hier keine Spaßveranstaltung. Das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen. Hier geht es um den goldenen Kabibi. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der goldene Kabibi wird hier heute noch nicht vergeben. Aber man hat die Chance, einen zu bekommen. Und welcher Trashy möchte denn keinen in der Vitrine stehen haben? Habe ich schon mal gesagt? So ist es aber auch. Also, wir sind hier bei der dritten Nominierungsrunde. Heute habe ich 4 Vorschläge für euch. Wir hatten schon 2 Nominierungsrunden. Wenn ihr da noch nicht abgestimmt habt, schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zum Link. Und in der ersten Runde liegt sehr, sehr weit vorne, glaube ich, Mark Robin mit mehr als 60%. Insgesamt haben schon mehr als 3000 Leute mitgemacht, was einfach sensationell ist. Genauso wie bei der zweiten Runde. Da liegt Alex mit seinem Gedicht sehr, sehr weit vorne. Auch über 3000 Leute haben abgestimmt. Und ja, heute findet die dritte Nominierungsrunde statt. Und yep, natürlich habe ich die Kommentare durchgelesen. Wer fehlt noch? Wer muss noch rein? Es gab so viele Cringe-Momente in diesem Jahr. Ich kann die nicht alle zeigen. Das ist so ein bisschen das Problem. Auf jeden Fall werden ein paar vielleicht enttäuscht sein, weil der Cringe-Moment nicht dabei ist. Aber ich glaube, mit Mark, Robin und Alex haben wir unter den Top 3 schon mal eine ganz gute Auswahl. Und ich bin mir fast sicher, dass einer von den beiden den goldenen Kabibi mit nach Hause nehmen wird. Aber schauen wir mal, was ich heute rausgesucht habe. Und mein erster Vorschlag in diesem Video, ja, den werdet ihr nicht auf dem Schirm haben. Es ist aber passiert. Es ist in diesem Jahr passiert. Und ich habe, wie gesagt, meine Videos so ein bisschen durchgescrollt. Und dann habe ich diesen Moment gesehen und dachte, der muss rein. Der muss rein. Die Rede ist von keinem Geringeren als Marcel. Jetzt fragt ihr euch, was für ein Marcel? Naja, der hat vor einigen Jahren bei Are You The One mitgemacht, aber in diesem Jahr eben auch bei der Schweizer Bachelorette. Und da hat der ein Vorstellungsvideo abgeliefert. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr toppen. Und ich finde, verdient auf jeden Fall hier bei unseren Nominierungsvorschlägen. Siehst du diesen blauen Himmel? Siehst du diese eisblauen Augen? Man nennt meine Augenfarbe eisblaue Minze mit Honig. Siehst du diesen Baum? Siehst du meine Augen? Meine Augenfarbe, braun-grün, Matsch mit Moos. Mein Name ist Marcel. Man kennt mich aus der zweiten Staffel Are You The One? Mein Name? Kabibi. Man kennt mich aus Reactions zu Kampf der Reality Stars. Are You The One? Bachelor. Viele nennen mich auch Poseidon. Warum ich die Bachelorette erobern werde? Ganz einfach. Hast du gesehen? Mehr muss ich nicht sagen. Viele nennen mich auch Herku-Bibi. Warum ich die Bachelorette erobern werde? Ganz einfach. Aha. Wer hatte das bitte auf dem Schirm? Und seht ihr diese Augen? Braun-grün, Matsch mit Moos. Buja! Also sehr, sehr geil. Und ich glaube, den werden wir auch bald mal wieder im Fernsehen sehen, denn der Cringe-Faktor ist da schon sehr, sehr hoch. So, weiter geht's mit der zweiten Nominierung in diesem Video. Und yep, wir hatten sie schon. Aber wie gesagt, ich habe die Kommentare durchgelesen und sehr, sehr oft kam nach dem ersten Nominierungsvideo, ja, Gina, hast schon recht, auf jeden Fall, aber nicht mit dieser Szene, sondern mit einer ganz, ganz anderen. Und zwar zu finden bei Ex on the Beach. Das habe ich mir dann auch nochmal angeschaut und ja, ich bin auch enttäuscht ein bisschen von mir selbst, dass ich die falsche Szene da rausgesucht habe. Aber das ist halt das Problem. Das ganze Jahr cringen die Trashies durch und ja, einige von euch haben gesagt, du musst das vierteljährlich machen, einmal im Quartal die Cringe Awards verleihen, denn es passiert einfach so viel. Wir schauen einfach mal, wie gut das bei euch ankommt und ob wir den goldenen Kabibi auch in unterschiedlichen Kategorien vergeben können. Das wäre natürlich noch eine Menge mehr Aufwand, aber ja, warum nicht? Schauen wir mal, aber dann im nächsten Jahr. So, also, weiter geht's mit der zweiten Nominierung in diesem Video und die geht wieder mal an Gina aufgrund ihres großartigen Auftretens bei Ex on the Beach. Wer bleibt? Ex oder Next? Ex. Es tut mir leid, Regina. Yep, und wer in dem Moment gedacht hat, na, das wird sie doch mit Fassung tragen, ist doch überhaupt kein Problem. Jein. Ich sag mal so, jein. Du hast die ganze Zeit gesagt, du willst mich heiraten!
Sterne? Was ist das? Ja, und das haben uns doch auch irgendwie alle gefragt zu diesem Zeitpunkt. Gina ist übrigens der Grund, warum bei RTL Plus sehr, sehr oft die Toningenieure ausgetauscht werden, denn das hält man nur eine Folge lang aus und dann on to the next one. Das ist schon, crazy, wie die da abgegangen ist, oder? Du wolltest mich die ganze Zeit! Die ganze Zeit! Ich fasse es einfach nicht. Klar, das war Folge 6. Sie wollte hier und da nochmal ihr Gesicht platzieren. Und ja, das hat sie auch geschafft. Aufmerksamkeit hat sie dadurch auf jeden Fall bekommen. Und vielleicht, sehr, sehr wahrscheinlich, war das auch das Ziel. Sie war einfach sehr, sehr schockiert, dass sie so schnell rausgeflogen ist. Will natürlich von den Trashies keiner. Also die hat das alles inszeniert. Nur kurz vielleicht, um kurze Aufmerksamkeit zu machen. Und ich liebe es, dass Gigi das anspricht. Alles nur inszeniert. Alles nur, um ein bisschen Sendezeit zu bekommen. Du Fisch. Und yep, auch bei der dritten Nominierung in diesem Video, was ist das bitte für eine Brücke, kann ich euch sagen, habe ich auf euch gehört, habe ich in die Kommentare geschaut. Und yep, Gigis Tanzeinlagen sind definitiv cringe-verdächtig, cringe-würdig und haben auch eine Nominierung in diesem Video verdient. Und ich sag mal so, sollte Gigi gute Chancen haben, hier den Preis abzuräumen, den goldenen Kabibi, würde ich auch nochmal mit mir reden lassen, denn ich hätte da noch was anderes im Angebot für ihn. Der Stuhl, den Stuhl könnte er auch haben. Vielleicht auch eine Couch, vielleicht auch einen Tisch. Ich weiß nicht, was gerade sein Fetisch ist, aber wir könnten darüber reden, er könnte den Stuhl eventuell haben, statt dem goldenen Kabibi. Aber ich habe das Gefühl, Runde 1 führt ja Mark Robin an, habe ich ja schon gesagt. Runde 2 führt Alex an und ich glaube, diesmal wird es schwierig. Also, erster Vorschlag hier, Marcel. Zweiter Vorschlag, Gina. Dritter Vorschlag, Gigi. Und jetzt fällt mir ein, habe ich euch noch gar keine Szenen gezeigt. Habt ihr Lust auf Stuhl? Glaswand oder Tisch? Hör ich da Tisch? Hör ich da Tisch? Perfekt, habe ich rausgesucht. Puh, und ich sag mal so, der Tisch hat nicht umsonst feuchte Stellen auf der Oberfläche bekommen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber wie er es macht, macht das scheinbar richtig. Und yep, wir wissen ja auch, er wurde ausgebildet von seinem Onkel Antonio. Viele haben mich gefragt, heißt er wirklich Antonio? I don't know. Wir nennen ihn einfach nur Antonio. Zum Stripper wurde Gigi ausgebildet und der hat's halt auch eben drauf. Und man kann sagen, was man will, aber ich fasse es mal mit seinen Worten zusammen. Danke. Aber auch ein bisschen cringig. Also, wenn ihr für Gigi seid, dann wählt die... Nö. Müsst ihr einfach nur unten in die Videobeschreibung schauen, auf den Link drücken und dann abstimmen bitte. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja gut, was ist jetzt, was passiert denn jetzt nach den drei Nominierungsrunden? Naja, wenn die dritte Runde beendet ist, irgendwann erkläre ich sie dann für beendet, wenn die Ergebnisse relativ klar sind, dann treten die jeweiligen Rundensieger gegeneinander an und es gibt die große Entscheidung und dann die große Preisverleihung. Ich weiß noch nicht, wo wir es machen. Wo ist die größte Halle in Deutschland? Oberhausen. Ich frag mal an, vielleicht kriegen wir so einen Backstage-Bereich. Auf jeden Fall wird dann der goldene Kabibi verliehen und das habe ich euch ja noch gar nicht gesagt. Ich habe ja beim letzten Mal einen Aufruf gestartet. Wer Ambitionen hat, Bock hat, irgendwas zu kreieren, der soll mich einfach anschreiben und ich wurde angeschrieben. Und eventuell bald, ich weiß noch nichts, ich kann es noch nicht versprechen, aber vielleicht gibt es... vielleicht gibt es bald wirklich einen goldenen Kabibi. Mein Kopf, goldgefärbt aus Keramik. So viel dazu. Und es könnte eventuell so sein, dass ich mich dann fühle wie Cristiano Ronaldo, als er das erste Mal seine Statue auf Madeira gesehen hat. War das Madeira? Steht die Statue auf Madeira? Ich glaube schon. Aber wie auch immer, für den Gag reicht es und ich freue mich natürlich. Vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben und vielen Dank, wenn das wirklich umgesetzt wird. Feiere ich das natürlich, freue ich mich. So, last but not least kommen wir zu dem Ursprung dieses Videos. Warum habe ich das Video gemacht? Das liegt ja eigentlich nur an Temptation Island US, denn da gab es in der letzten Folge eine Szene. Puh, da habe ich mit den Ohren geschlackert und bin kurz abgehoben, sage ich euch, wie es ist. Denn unser Freund Lassell hat ja nicht nur ein Auge auf eine der Verführerinnen geworfen, sondern ich glaube, mindestens einen Oberschenkel noch draufgelegt. Auf jeden Fall wollte er sie so ein bisschen überzeugen, dass er es ernst meint und hat... Ich weiß nicht, was das war. Er hat einfach nur mit ihr gesprochen, aber was er gesagt hat, also Leute, schauen wir uns nochmal an. I only want you. Forget Ashley. She's in the past. She needs to be single. I need to be with you. I want to be with you, sagt der Gute. Und ja, die kennen sich wie lange? 10 Tage? 9? 8? Aber es wird noch viel besser. I need you in my life as a girlfriend, future wife. That's without a question. And I promise you, that I will do everything in my power to make that a reality. I love you. You know what I'm saying? I care about you so much. I can't see my life without you.
I can see my life without you, baby. Ja. Geil wär's, wenn noch eine Band vorbeigekommen wäre mit so Streicher. Und dann wäre so ein kleiner Junge vorbeigelaufen oder ein kleines Mädchen, was so Rosenblätter auf sie geworfen hätte. Ich meine, was ist los mit dem, der sagt, I love you, I need you in my life, I can see you as my future wife. Blablabla. Und das war schon sehr, sehr verrückt. Auch wenn ich hier und da mal in den Kommentaren gelesen habe, ja, aber die Amis, die sind so, die sagen auch so, wie geht's, so auf der Straße. Ja, das stimmt, aber das ist, glaube ich, nicht amerikanisch. Das ist too much. Also haben wir auch gesehen, denn die Reaktion von seiner Freundin Ashley war jetzt nicht so, ah, okay, das sagt man halt so. Gar kein Problem. Es war schon sehr, sehr cringig. So, das war der vierte Kandidat in diesem Video und jetzt liegt es nur an euch. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zur Abstimmung und dann geht es bald auch schon in die letzte Runde. Die Gruppensieger, die Rundensieger treten gegeneinander an und ich bin mir fast sicher, wir sehen in Runde Nummer 1 Mark Robin, in Runde Nummer 2 Alex und in der dritten Runde... Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Diesmal finde ich es nicht ganz so klar. Und ja, wenn ich hier Bauer Patrick reingenommen hätte, würde wahrscheinlich Bauer Patrick auf jeden Fall gewinnen. Aber jetzt wissen wir aus der letzten Runde schon mal, dass Alex auf jeden Fall Bauer Patrick schlägt, was auch interessant war. Fand ich auch interessant. Das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr findet die Idee mit dem Award ganz lustig. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Liked mein Video, abonniert diesen Channel und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage tschüss, 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 tschüss. Passt auf euch auf, bleibt gesund.